Herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Interview. Ich bin weder in Frankfurt an der Börse noch in Berlin im Studio. Ich bin bei Jens Raabe und zwar in Dubai. Jens Raabe, wir kennen uns schon lange, wirklich an den Märkten unterwegs, Börsenexperte, Unternehmer, seit über einem Jahr, schon zwei Jahre fast, glaube ich, in Dubai hier. Drei Jahre. Und wir haben dieses Jahr auch noch einiges vor. Wir reden gleich über so ein paar Sachen. Erstmal herzlich willkommen hier aus Dubai. Jens, du hast jetzt gesagt, drei Jahre Dubai. Also mir kam es so vor, als ob du gerade gestern gesagt hättest, du ziehst mit der ganzen Familie hierher. Wir wollen ja auch so ein bisschen über Dubai sprechen. Mhm. Ist es noch so das Traumziel oder ist nach drei Jahren ein bisschen mehr Realität dann reingekommen? Es ist definitiv mehr Realität reingekommen, aber dadurch ist es noch mehr gelebter Traum. Also wir sind ja tatsächlich im August 2021 mit der ganzen Familie hierher gezogen, also meine Frau, meine drei Kinder. Und wir leben immer noch hier. Wir haben das ja so ein wenig als Experiment gesehen. Wir haben ja gesagt, okay, wir probieren das mal aus. Und Dubai war ja unsere Notlösung, weil eigentlich war Amerika geplant. Das wissen wir alle, 2021, ne, schwierige Zeit. Amerika war dicht und wir konnten nicht nach Amerika gehen. Also eigentlich wollten wir für ein Jahr nach Florida gehen. Das war so unsere Idee, um zu sagen, wir gehen mal wir leben mal ein Jahr im Ausland als Familie, einfach um mal einen anderen Blick zu bekommen, mal den Kindern eine internationale Schule zu ermöglichen und so weiter. So, das ging dann nicht, also haben wir gesagt, okay, wo könnten wir noch hingehen? Und dann haben wir uns relativ spontan damals im Februar 21 in einem Urlaub hier in Dubai entschlossen, weißt du was, wir probieren das ein Jahr hier lang hier. Und wir haben mit der ganzen Familie gesagt, okay, wir probieren das aus. Entweder das gefällt uns und wenn es uns nicht gefällt, dann gehen wir halt einfach wieder zurück. Ne? Ist ja nichts Schlimmes. Und wir wussten dann aber relativ schnell, so nach 6, 7 Monaten, dass wir hier bleiben werden. Ja, und jetzt sind es fast 3 Jahre, wo wir jetzt hier sind. Wie schwer ist das, wenn man dann hier ankommen will? Man braucht ja sicherlich ein Visum. Die Kinder müssen versorgt werden in einer deutschen Schule oder internationalen Schule. Also wie viele Schritte braucht man am Anfang? Wie kompliziert ist es? Was muss man vielleicht nachweisen, wie viel man verdient, dass man hier auch überleben kann, bis man dann auch wirklich hier ankommt? Okay, also fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an. Du brauchst, um hier leben zu dürfen, ein Visa. Und du kannst dieses Visa über verschiedenste Möglichkeiten erhalten. Du kannst, was wahrscheinlich die meisten machen, die kommen mit einem Arbeitgeber hierher. Das heißt also, du arbeitest für zum Beispiel eine große deutsche Company, BMW, Siemens, was auch immer. Und dann bekommst du von denen ein Visa gestellt. Bedeutet aber auch, wenn du nicht mehr für die arbeitest, dann gehst du wieder. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass du eine Firma gründest. Das haben wir getan. Ich habe also eine Firma gegründet und diese Firma, die muss im Grunde auch gar nichts machen. Die ist eigentlich nur dafür da, dass sie dir das Visa zur Verfügung stellt. Das musst du natürlich bezahlen. Das ist also eine der Einnahmen, die der Staat ja auch hat. Ne? Wenig Steuern, aber dafür eben solche Sachen. Das ist die zweite Möglichkeit. Und was jetzt in letzter Zeit immer mehr gekommen ist, du kannst auch über den Erwerb von Immobilieneigentum ein Visa, eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 10 Jahren, was dann auch immer verlängert wird, so ähnlich wie das in Europa beispielsweise ja auch funktioniert in Portugal. Da gibt es sowas, gibt es so eine ähnliche Regelung und wir haben das damals mit der Firma halt gemacht. So, und das ist der erste wichtigste Punkt. Also du brauchst ein Visa. Muss auf diesem Firmenkonto ein gewisser Betrag sein, dass die sagen, ja, die Firma überlebt hier auch. Ja, also du musst in der Lage sein, musst dieses Visa jedes Jahr verlängern und da musst du eine Gebühr dafür bezahlen, beziehungsweise du musst es nicht verlängern, das gilt für 3 Jahre, aber du musst jedes Jahr eine Gebühr dafür bezahlen. Das sind so, ich glaube so 8.000, 9.000 Euro ungefähr, die musst du haben. Und, aber du musst keine 500.000 da auf dem Konto haben. Nein, das nicht. Aber gerade wenn du als Familie hierher gehst, dann brauchst du schon gewisse Einnahmen, weil, du hast das Thema Kinder angesprochen, wir hatten 3 schulpflichtige Kinder zu dem Zeitpunkt und alle Schulen hier sind Privatschulen. Es gibt keine staatlichen Schulen, zumindest nicht für die ganzen Expats. Also es gibt ja ungefähr so 90% der Menschen, die hier leben, sind keine Einheimischen, also keine Emiratis. Und wenn du da ein Kind auf die Schule schicken willst, sind nur Privatschulen, gibt es von bis alle möglichen Qualitäten, Quantitäten. Aber das kostet natürlich Geld und das auch deutlich mehr als jetzt zum Beispiel in Deutschland eine Privatschule. Also das heißt, du bist da schon pro Kind so mit 1.500, 2.000 Euro im Monat dabei. Naja, wenn du halt dann 2, 3 Kinder hast, dann musst du schon ein paar Euros mitbringen, damit du dir das leisten kannst. Ansonsten, der Staat verlangt hier im Grunde genommen nichts. Und wenn du eben was willst, musst du dafür bezahlen. Aber sonst sagt er eben, halt dich an meine Regeln, kannst du machen, was du willst.
Das ist ja, glaube ich, auch das Gute. Man zahlt so gut wie keine Einkommensteuer. Es gibt wenig Regulierung. Ist das im Nachhinein auch noch ein schöner Nebeneffekt, dass man, wenn man ganz gut verdient, dann eben keine hohe deutsche Einkommensteuer hat? Eigentlich nicht, weil zum einen, du zahlst überhaupt keine Einkommen. Also du zahlst, es gibt auf persönliches Einkommen keine Einkommensteuer. Es gibt mittlerweile eine Unternehmenssteuer, die gab es, als wir kamen, nicht. Die ist mittlerweile 9%, was also immer noch sehr, sehr überschaubar ist. Das Ding ist aber, wenn du als deutscher Unternehmer hierher kommst und du hast in Deutschland eine Firma, und ich habe ja eine Firmengruppe in Deutschland, dann unterliegst du natürlich nach wie vor mit allem, was du in Deutschland verdienst, dem deutschen Steuerrecht. Also das heißt, was viele immer so denken, oh, du gehst jetzt nach Dubai und dann zahlst du keine Steuern mehr, das stimmt natürlich nicht, sondern du musst alles, was du in Deutschland verdienst, in Deutschland weiter versteuern. Du musst sogar aufpassen, dass du nicht unter diese Wegzugsteuerung fällst. Klar, dein internationales Einkommen, also wenn du jetzt sagst, du verdienst noch in Amerika Geld oder du, gut, Amerika müsstest du es auch wieder versteuern, aber wenn du weltweit irgendwie noch Geld verdienst, das wäre dann hier steuerfrei. Aber der Steuervorteil, der wird immer von vielen so in den Vordergrund gestellt. Das ist aber wirklich für die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, nur ein ganz, ganz kleiner, ein i-Tüpfelchen obendrauf. Und wie gesagt, sobald du ein bisschen Struktur in Deutschland hast, also sobald du Immobilien hast, die du vermietet hast, sobald du eine GmbH hast, ist das mit der Steuerfreiheit hier sowieso vorbei, sondern du bezahlst halt weiterhin ganz normal in Deutschland deine Steuern. Und da kann man auch nicht sagen, die Firma ist in Deutschland und du machst eine Beratungstätigkeit für deine Firma und lebst hier und stellst dir eine Rechnung oder so? Nein, also das wird natürlich immer so ein bisschen propagiert und das macht wahrscheinlich auch der ein oder andere, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt hier zum Beispiel nach Deutschland und jetzt stelle ich den Riesenrechnungen nach Deutschland. Der Fiskus ist natürlich nicht dumm und sagt dann, nee, so geht's nicht. Und das wird einigen auf die Füße sicherlich auch fallen, die das gemacht haben. Und also das funktioniert auch nicht. So, da gibt es immer mal wieder ein paar windige Leute, die sagen, ja, das kannst du so machen. Aber also das wird definitiv nicht funktionieren. Und Dubai ist ja jetzt auch nicht aus der Welt, sondern auch hier findet natürlich ein Datenaustausch statt. Das heißt, die wissen auch, ob du hier Konten hast, du musst das angeben und so weiter. Also du kannst ja alles machen, bloß irgendwelche illegalen Steuersachen, das funktioniert nicht. Was man auch immer gut hört, ist, sage ich mal, dass gerade Finanzprodukte nicht so reguliert sind. Das heißt, man muss sich, glaube ich, nur auf Instagram umschauen, sind viele, die irgendwelche Coins haben, das anbieten, mehr oder weniger seriös vielleicht manche sind. Ist das etwas, was man hier stärker mitbekommt? Naja, es ist, glaube ich, so, dass ich glaube, es gibt zwischen vielen Ländern in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten kein Auslieferungsabkommen. Und deswegen hat es tatsächlich etliche, die in Deutschland oder in Europa eher so ein bisschen in der Schattenwirtschaft unterwegs waren, hierher verschlagen, weil sie eben wissen, okay, hier können sie das Geld, was sie haben, ausgeben. Sie unterliegen nicht der Gefahr, ausgeliefert zu werden. So, das kann man jetzt ein bisschen kritisch sehen, aber ich meine, Deutschland liefert auch nicht nach Amerika aus und so weiter. Also es gibt es ja in ganz, ganz vielen Ländern. Finanzprodukte als solches, oder der Finanzmarkt hier ist, wenn du hier Finanzprodukte kaufen würdest, die sind hier genauso reguliert wie in Deutschland. Hier gibt es eine Zentralbank, hier gibt es sogar eine sehr, sehr hohe Regulierung. Gerade wenn ich so meine Privatkonten hier sehe, ich muss fast alle 90 Tage so eine KYC machen. Da wird immer gefragt, hey, wo kommt das Geld her, wieso ist das, was ist das für ein Scheck und so weiter. Völlig offensichtliche Dinge auch. Aber da sind die schon sehr, sehr hinterher, weil die natürlich auch von früher noch so ein bisschen diesen Ruf haben, Schwarzgeld, undurchsichtige Quellen, und das wollen die natürlich alle nicht mehr. Dubai fällt jetzt auch aus dieser Graumarktliste heraus demnächst. Und da achten die schon extrem darauf, dass die auch ihre Standards hier so anheben und zu sagen, okay, wir sind genauso aufgestellt wie im Rest der Welt. Gibt es denn hier so eine deutsche Finanzcommunity? Sind ja schon ein paar Leute hier. Trifft man sich da mal? Tauscht man sich da aus? Also eine Finanzcommunity vielleicht nicht so in dem Sinne, dass man jetzt sagt, wie in Frankfurt, wo sich alle Banker treffen oder so. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Deutsche hier aus allen verschiedenen Bereichen. Und man denkt, weil du gerade Instagram ansprachst, man denkt, das sind alles immer nur Krypto-Influencer oder sonst wie. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele, in Anführungszeichen, normale Menschen, die hier die in allen möglichen Bereichen arbeiten, die für große deutsche Konzerne arbeiten. Jeder große deutsche Konzern ist mittlerweile hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten, entweder hier in Dubai oder in Abu Dhabi. Also jeder DAX-Konzern ist hier vertreten, viele MDAX-Konzerne sind hier vertreten. Du hast sehr viele Menschen, die hierher gegangen sind und
sich selbstständig gemacht haben mit irgendwelchen Dienstleistungen, sei das jetzt Restaurants, sei das jetzt Handwerker, sei das jetzt Autohandel, sei das irgendwelche Marketingdienstleistungen. Also da gibt es mittlerweile alles Mögliche. Und ja, es gibt schon viel Deutsche, aber wir stellen da definitiv keine Mehrheit hier. Also Dubai leben, glaube ich, so 3,5 Millionen Menschen. Und ich schätze mal, dass vielleicht 70.000, 80.000 Deutsche maximal gibt. Am meisten vertreten sind hier natürlich Menschen aus Indien beispielsweise, die größte Bevölkerungsgruppe. Und wenn wir jetzt mal nach Europa schauen, dann sind es definitiv die Engländer. Also du findest hier 1000-mal mehr Pubs, als dass du ein deutsches Gasthaus findest. Jetzt haben wir so ein bisschen den Blick von Deutschland auf Dubai. Wenn wir mal von Dubai auf Deutschland wieder schauen, das Made in Germany, als ich klein war, war das was ganz Besonderes. Das hat ja schon deutlich gelitten in den letzten Jahren. Das Wachstum ist mau. Wir haben viele Probleme gefühlt, politische Unsicherheiten. Wie sieht man von hier jetzt auf Deutschland? Ist das noch was Besonderes oder sagt man hier, naja, wir können das eigentlich eh besser und schneller und unsere Türme bauen wir hier eh ein bisschen schneller? Ich glaube, man muss zwei Punkte sehen. Zum einen ist Made in Germany immer hier noch extrem hoch angesehen. Also bei dem offensichtlichen Fahrzeuge beispielsweise. Also ein Mercedes, ein BMW, ein Audi, das ist hier immer noch ein hoch angesehenes Gut. Auch wenn du natürlich viele Tesla siehst, du siehst sehr viele chinesische Autos, die du in Deutschland nicht siehst. Aber deutsche Qualität wird hier unglaublich hoch geschätzt. Also wer hier Geld hat, auch von den Einheimischen, der kauft sich eine deutsche Küche, der kauft sich ein deutsches Auto. Der kauft sich viele, viele deutsche Produkte. Also dieses Made in Germany ist wahnsinnig hoch angesehen. Und ein Handwerker, der hierher kommt und sagt, hey, ich bin Deutscher, der kann sofort 50% mehr verlangen, weil ihm diese deutschen Tugenden, Fleiß, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Genauigkeit, Spaltmaße, ne? So, das ist hier unglaublich hoch angesehen. So, das ist der eine Blick. Der andere Blick ist, dass man hier, und das ist nicht nur die Emiratis selbst, sondern natürlich auch viele Deutsche, die hier leben, mit großen Kopfschütteln nach Europa schauen. Jetzt gar nicht nur nach Deutschland, sondern insgesamt nach Europa schauen und sagen, was macht ihr da eigentlich? Weil diese ganzen tollen, guten deutschen Tugenden, über die wir gerade gesprochen haben, die sind ja weltweit hoch angesehen und ihr macht die jetzt so kaputt. Warum ruiniert ihr eure Wirtschaft so? Warum macht ihr so Dinge, die die Welt nicht versteht? Also warum schaltet ihr eure Energiewirtschaft komplett ab? Warum fahrt ihr eure größten Industrien bewusst und sehenden Auges an die Wand? Das versteht hier einfach niemand. Und da gibt es schon sehr, sehr viel Kopfschütteln und ganz viele Deutsche, die hier leben, sind grundsätzlich oder sind gern Deutsche und fühlen sich auch als Deutsche. Aber du hörst ganz häufig in Gesprächen, dass viele sagen, ich wüsste momentan keinen Grund, warum ich zurückgehen sollte. Weil du Klima und Energie angesprochen hast, hier achtet man ja nicht so drauf. Ist das aber etwas, was vielleicht auch noch hier mehr ins Bewusstsein kommt? Oder erstmal bauen und dann gucken wir nachher, ob es... Also ich glaube, da hat man oftmals ein bisschen ein falsches Bild, was wir als Deutsche von der Welt haben. Natürlich, wenn man jetzt hier einfach mal so durchläuft, dann sieht man überall Sportautos und überall wird gebaut und die ganze Nacht brennt überall Licht und so. Aber die größte Solar- oder PV-Fläche der Welt gibt es hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Du siehst unglaublich viele Elektroautos mittlerweile rumfahren. Es ist viel leichter, ein Elektroauto hier zu laden als in Deutschland, weil du in jeder Tiefgarage überall hast du Elektroladestationen. Sind diese ganzen Dinge, die wir auch gemacht haben, also Plastiktüten abschaffen und so weiter, funktioniert hier genauso mittlerweile. Natürlich, man muss einfach sehen, dieses Land gibt es seit 50 Jahren. In den letzten 20 Jahren, alles, was du siehst, ist in den letzten 20 Jahren gebaut worden und da wurde erstmal schnell auf Masse gemacht. Aber die legen mittlerweile unglaublich viel Wert auf Umweltschutz. Allerdings aus einer anderen Perspektive heraus. Die sagen eben, hey, wir wollen Umwelt schützen und wir machen das mit Technologie. Wir schauen einfach, wir sagen, wir wollen, dass unsere Bevölkerung gut lebt und trotzdem wollen wir die Umwelt schützen. Und wir sagen nicht, wir schützen die Umwelt und lassen dafür unsere Bevölkerung verarmen. Sondern sagen, wie können wir das machen? Und das bekommt man nach außen nicht so mit. Aber wenn man hier vor Ort lebt, dann merkt man quasi Monat für Monat, wie das mehr gemacht wird. Also als wir kamen, waren wir völlig entsetzt, nicht der Deutsche kommt und trennt Müll. So, das gibt es ja nirgendwo auf der Welt. Und wenn du dann am Anfang, als wir kommen, dann wird alles in einen Mülleimer geschmissen. So, und da denkst du, Gott, wie geht denn das? Plastikflaschen, Wasserflaschen, alles.
Mittlerweile gibt es Mülltrennung überall. Ne, das setzt sich, das wird immer mehr gemacht und das wird eben auch ganz, ganz schnell gemacht. So, das heißt, wenn hier was Neues gemacht wird, dann wird es sehr schnell eingeführt. Und da haben wir oftmals als Deutsche einen falschen Blick auf die Welt nach draußen. Und das erkennt man dann auch erst, wenn man mal woanders lebt und das so sieht. Wir sind ja hier in deinem Büro. Wie sieht denn hier so dein Alltag aus? Machst du ganz normal, nur mit ein bisschen Zeitverzug sozusagen, deine Arbeit von Dubai aus? Im Grunde genommen ja. Also wir haben jetzt, aktuell ist es Winter, wir haben 3 Stunden Zeitverzug zu Deutschland, also beziehungsweise wir sind 3 Stunden voraus. Das heißt also, meine ersten Besprechungen mit Deutschland fangen in der Regel 11 Uhr Dubai-Zeit an, da ist es 8 Uhr in Deutschland. Und Dubai ist halt eine Stadt, die, also meine Frau und ich, wir sagen, wir sind froh, dass wir noch Kinder haben, weil sonst würden wir nur noch arbeiten. Weil du ja einfach hier kommt halt ja jeder her, um zu arbeiten. Ja, egal, ob er jetzt ein ganz, ganz einfacher Straßenarbeiter ist oder ob er jetzt irgendwie ein großes Business hat, jeder will hier was machen. Und deswegen ist ja auch alles geöffnet. Also du kannst hier in dieses Office-Gebäude kommen und du wirst jeden Tag, egal ob es Montag ist oder Samstag oder Sonntag, du wirst immer Menschen treffen, die hier arbeiten. Jeder Supermarkt ist auf, jede Zahnarztpraxis ist rund um die Uhr auf und so weiter. Also rund um die Uhr 7 Tage die Woche. Und deswegen wird hier schon viel gearbeitet. Aber ich habe natürlich, ich manage viel meine deutsche Company einfach von hier aus, mache hier ein paar Sachen, kümmere mich natürlich ums Thema Börse. Ist für mich natürlich nochmal ein bisschen mehr Zeitverzug. Wir haben ja schon bereits in Deutschland diese paar Stunden Zeitverzug und jetzt sind es halt nochmal 2, beziehungsweise im Winter sogar 3 Stunden mehr, aber das geht alles. Ich habe halt jetzt den Vorteil, ich kann den asiatischen Aktienmarkt besser mir anschauen, weil wenn ich früh um 7 aufstehe oder um 6, dann sind wir ja quasi noch mitten in dieser Asia-Session, was wir in Deutschland dann eher nicht mehr haben. Und dann ist USA ein bisschen schwieriger vielleicht, aber USA ist auch ein gutes Stichwort, denn wir werden in diesem Jahr auch noch in die USA reisen. Genau. Im Mai, können wir da schon was verraten? Absolut. Also wir fliegen mit über 60 Kunden in der letzten April, 1. Maiwoche in die USA. Und die Idee war, wir wollen einfach zu Warren Buffett fliegen. Wir wollen einfach nochmal nach Omaha. Wir haben das beide ja schon mal gemeinsam gemacht. Das kann man auf Amazon Prime immer sich noch anschauen. Ne? War damals eine mega tolle Reise, die wir gemacht haben. Und wir haben gesagt, wir müssen das einfach nochmal machen, auch mit Kunden. Und dann hattest du die Idee, Mensch, dann lass doch New York mit einbinden. Und deswegen machen wir also jetzt quasi New York, dann Omaha. Und das wird eine super Sache. Ich freue mich total, mit so vielen Kunden das zu machen. Und es ist natürlich auch immer wieder, ich liebe ja nach wie vor Amerika und bin gerne in Amerika. Bin auch sehr gespannt, weil ich war jetzt vor 2 Jahren das letzte Mal. Was hat sich verändert? Ich war jetzt das letzte Mal mit dir. Das ist, glaube ich, auch schon 5, 6 Jahre her, als wir in New York waren. Ich glaube, 2018 war das. 2018 oder so. Ne? Und ich bin total gespannt auf New York, wie jetzt New York ausschaut, was sich da getan hat. Und ich freue mich total, da hinzufliegen. Also ich bin auch gespannt, mit 60 Leuten war ich noch nicht an der Börse. Wir splitten das ja in 2x30, aber das ist dann schon so ein bisschen große Reisegruppe. Aber ich finde das immer toll, von den Leuten, die dann wirklich auch das erste Mal an der New York Stock Exchange sind, die Gesichter zu sehen, wie happy alle sind. Da bimmelt morgens die Opening Bell und du siehst es, diese Energie geht in die Leute über. Und absolut. Das finde ich immer so spannend. Special wirklich. Und ich habe auch im Vorfeld jetzt gefragt, also wir hätten ja auch mit 100 Leuten dahin fahren können, ne? So groß war die Nachfrage. Und wir haben auch gefragt und von denen, die jetzt mitreisen, waren genau 3 Mann bislang an der Börse und einer von den 3 bin ich. Das ist für viele schon so ein Highlight, weil als Börsianer, wenn du das wirklich so liebst und wenn du das auch, dann musst du einfach ein paar Dinge machen. Du musst mal in Frankfurt auf der Börse gewesen sein, du musst mal in New York gewesen sein, du musst mal in Chicago gewesen sein, du musst mal in Omaha gewesen sein. Ich finde, das gehört einfach dazu, so wie vielleicht jemand, der Tennis liebt, sagt, der muss mal nach Wimbledon fahren, so müssen wir Börsenverrückten eben auch mal nach New York gehen und mal nach Omaha gehen. Und das wird natürlich auch auf meinem und deinem Kanal zu sehen sein im Mai, also ich bin schon sehr gespannt. Dankeschön, dass ich hier bei dir zu Gast sein konnte. Sind wir bullisch eingestellt? Wir sind definitiv bullisch eingestellt. Also der Bulle steht immer hier. Und eine der Dinge, die ich mir von Warren Buffett, nochmal Stichwort Omaha, ja abgeschaut habe, ist, man sollte stets optimistisch sein. Man sollte nicht so viel Negatives in der Welt sehen, sondern die Welt wird eigentlich immer besser. Auch wenn wir manchmal vor lauter Dingen, die nicht so gut laufen, das gar nicht so sehen. Und deswegen der Bulle hier, wir sind bullisch. Das finde ich ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön. Danke dir, lieber Manuel. Schön, dass du da bist. Von der Rabe Academy und Dankeschön an euch und Sie, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.